Heute Morgen bin ich verwacht und habe gemerkt, ich lebe in einer neuen Welt. Irgendjemand hat über die Nacht die Welt ausgewechselt. Und ich sage jetzt das nicht wegen der Einladung vom Samstag. Wobei klar, auch die Einladung vom Samstag wäre in der alten Welt etwas Einfaches und Schönes gewesen. Ich habe zur Lea gesagt, Lea, gestern Abend sind wir ins Bett und da war die Welt noch gewesen, Elbler-Makronen, England und Emmentaler-Trachten. Und heute Morgen stehe ich auf und die Welt ist Bulgur, Brexit und Burka-Verbot. In einer Nacht. Von A nach B. Gestern tibetische Kinderflüchtlinge dekorieren das Pestalozzi-Dorf Drogen. Heute ein arabischer Wirtschaftsflüchtling betoniert das Militärkaff Andermatt. Ja, fangen wir mit Ihnen an. Ich meine, ich finde es sehr nett, dass Sie gekommen sind. Aber sind wir ehrlich, Sie hätten nicht müssen kommen. In der alten Welt ja. In der alten Welt, da haben Sie müssen kommen. Aber heute, in der alten Welt, da ist Zürich, ich bin von Zürich, da ist Zürich ein Opernhaus gewesen, ein Schauspielhaus, fertig. Zwei Kleintheater, drei Konzertlokale, 10 Monate Nebeldecke, horizontale Eisregen. Heute kommst du zur Wohnung aus, das ist ein Gemisch von Barcelona und Miami. Alle gehen aus mit jemandem, der Chalicia heisst. In Clubs und Lounges, an Vernissagen in ehemaligen Bolzenschussfabriken und trinken Matterhorn Mojito für 18 Franken oder ein Bier aus einer Brauerei in einem Baumhaus in Pirmensdorf. Und dann bin ich raus, heute Morgen, in die völlig neue Welt. Wegen mir kaufen. Weil wir haben ja die Einladung am Samstag, bei uns, um die Nacht. Und irgendwann musst du dir einfach überlegen, was du kochen willst. Am Samstag kommen Marie-Claire und Piet, Carmela und Toto und Betty und der Hamme zu uns, zum Apéro und zur Nacht. Das ist eine Generalstabsübung. Die Marie-Claire isst nichts mit Knoblauch oder Zwiebeln. Die Carmela ist Vegetarierin. Der Piet ist allergisch auf Nüsse und Eperi. Habe ich gedacht, umgehst alle Probleme, machst Pizza, aber nein, die Betty muss glutenfrei essen, sonst fangen sie sie überall an beißen. Jetzt, was tust du glutenfreies unter die Pizza statt dem Teig? Milchreis. Geht nicht, weil die Marie-Claire ist laktoseintolerant. Das Einzige, was bleibt, ist ein schöner Soja-Milchreis. Aber dort ist das Problem, das fresse ich nicht, das finde ich grusig. Sie nicken alle so verständnisvoll. Sie kennen das auch. Darf ich Sie fragen, was essen Sie nicht? Schnecken? Wenn Sie am Samstag zum Nacht kommen? Ja, ich habe Freude, Schnecken ist wohl etwas ganz Neues. Sonst kein Problem. Kutteln. Hirni. Das nicht so. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich eigentlich wählen am Samstag ein bisschen Hirn zur Vorspeise machen. Aber ich mache in dem Fall das neue Hirni-Siro. Sieht aus wie Hirni, ist aber garantiert hirnfrei. Entwickelt von führenden Schweizer Parteien. Hey, schauen Sie, man darf das nicht unterschätzen, wenn man eine Einladung macht. Wir haben in unserer Gesellschaft heute die essende Klasse und das Vegetariat.
und dann noch etwa 25 ernährungspolitische Untergruppen. Und wenn du schon so viel Probleme hast mit dem Essen, wie wir haben, dann brauchst du überhaupt keine Politik mehr. Dann musst du mit der Politik überhaupt nicht mehr anfangen. Dann können wir irgendetwas sehen, ist gleich was. Eine Million Flüchtlinge stehen an der Grenze von Europa und wollen rein. Und die Rechten sagen, wir müssen Stacheldraht spannen, wir müssen Armee an die Grenze stellen, die Armee... Entschuldigung, wer hat Angst vor einer Armee, die mit einem Sackmesser bewaffnet ist, mit einem Zapfenzieherdraht? Und die Linken heben Willkommen-Plakat auf. Sehr erfreut, Herr Abdul Rahim. Mein Name ist Anne-Kathy Suvananda Birchmeier Mbongo. Ach, sie geben mir die Hand nicht. Ja, das macht gar nichts. Hauptsache, sie sind da. Aber wir hätten gerne flankierende Massnahmen auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn sie vielleicht unsere Frauen ein bisschen würden respektieren. Und dann kommt aus der Reihe von der SP die rettende Idee, Sexkurs für Asylbewerber. Das schafft 8'000 Sozialarbeiterstellen in 2'000 Quartierzentren. So hast du Integration und die flankierenden Massnahmen in einem. Und die Rechten, die sagen, das sind ja gar keine politisch Verfolgten. Das sind ja nur Wirtschaftsflüchtlinge. Wirtschaftsflüchtlinge. Ich meine, Wirtschaftsflüchtlinge, was heisst das? Wirtschaftsflüchtling sind Leute, die illegal in ein Land schleichen, zum Arbeiten. Das ist wie einer, der in deine Villa einbricht, um sie zu putzen. Und die Linken, die Angst haben, sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Die Arbeitsplätze. Also, Entschuldigung. Aber wenn einer, der 4 Monate auf der Balkanroute gelaufen ist, ein Jahr im Durchgangsheim hockt, unsere Kultur nicht kennt, unsere Sprache nicht redet, dann zum Asylzentrum rauskommt und dir deinen Job wegnimmt, dann musst du dein LinkedIn-Profil updaten. Ja, Lea. Du willst etwas machen, das verstehe ich und ich finde das auch gut. Sicher, Lea, die Flüchtlingskrise ist gross und die Politik macht nicht genug, ja. Aber Lea, ich finde es keine gute Idee, wenn wir jetzt einen Asylant bei uns aufnehmen. Das Glättezimmer steht leer, ich weiss, aber wer sagt dir, dass der glätten kann? Okay, muss er nicht, einverstanden, dann kann etwas anderes helfen. Was? Schau, es geht doch darum, dass wir ihm helfen, sich bei uns zu integrieren. Lea! Das ist doch alles komplett falsch. Was ist alles komplett falsch? Das ganze Integrationsgeschwätz. Die Ausländer müssen sich bei uns integrieren, sie müssen sich an uns anpassen, schliesslich kommen sie zu uns. An die Schweizer kannst du dich überhaupt nicht anpassen. So wie wir sind, kommst du entweder auf die Welt oder hast keine Chance. Nein, wir müssen uns integrieren, wir, nicht die. Wir können uns anpassen. Geschichtlich gesehen sind wir die Weltmeister im Integrieren. Logisch. Wir sind nie eine adlige Gesellschaft gewesen, wie die ganzen Monarchien rund um uns herum. Grafen und Fürst und Abendvergnügungen mit Spanferkel und Hofdamen in Brokatkleider, die Menuett tanzen. Nein, wir sind die, die nichts hatten. In Wald. Wurzeln suchen. Lochen. Ausgraben.
Schweiß im Gesicht. Erden an der Hand. In Knollen von der Wurzel 30 Nägel hineinschlagen. Und erst dann, an die Abendvergnügung, geht denen, wo Menuett tanzen, die Wurzeln über den Grind hauen. Und plötzlich sind sie verwacht am Morgen. Die alten Schweizer. Und über Nacht eine neue Welt. Leopold der Erste, Herzog von Österreich und Steiermark, kommt mit einem gewaltigen Ritterheer, mit eisigen Rüstungen. Da nützt es gar nichts, wenn denn mit dem Morgenstern und mir euch sofort anpasst. Haben nach Moorgarten gelockt? Links geht steil der Hand rauf, rechts Sumpf und Ägerisee. Und wo das Heer voll in den Engpass inne, hämmern vom Hang oben runter der ganze Shitstorm aus Baumstämmen und Stein und Ritter richtig See und im Sumpf innen umgeht und ja. Jetzt steh mal auf, mit einer 40 Kilo Rüstung, wenn er auf der Unterseite schon die Scharnier rostet. Aber interessant. In dem ganzen Schlamassel inne, mit tausenden Toten, hat der Herzog Leopold einen sicheren Weg durch den Morast gefunden und hat können flüchten. Kommt aus der Steiermark und kennt sich aus zwischen der Feglenflur und Schafstätte. Und an dem sieht man eben, der Leopold ist als Habsburger auf dem Papier zwar Österreicher gewesen, aber eigentlich ein Aargauer Immigrant. Ja. Die haben ja dort wahnsinnig viele Aargauer Immigranten gehabt zu Österreich. Das ist ein Problem, das mit uns Zürcher teilen. Die sind jetzt wie am Bahnhof gestanden mit so Weltkampfplakat. Kaiserschmarrn und Röblitorte. Nieder mit Vienna, long live Schinz nach Bad. Und während wir noch drüber nachdenken, ob wir zwischen Zürich und Aarau einen Mauer bauen wollen. Und die Aargauer müssen sie zahlen. Haben die Österreicher die willkommen geheissen und sind weit gekommen damit. Weit. Die haben nicht 6 Kurs für Aargauer angeboten. Und der Poldi, nach seiner Niederlage bei Moorgarten, sofort zurück auf Schloss Schönbrunn, hat eine miserable Rezension auf TripAdvisor geschrieben. Gegen sumpfig, Straßenzustand katastrophal, lokale Bevölkerung äußerst grantig. Jetzt, die Schweizer, nach ihrem Sieg bei Moorgarten. Natürlich eine Scheissfreude. Länder besetzen, Fürsten quälen, Bundesfrieden fälschen. Bis über Nacht plötzlich auf allen Schlachtfeldern alles made in China. Das Auftauchen vom Schiesspulver. Und plötzlich wird Sieg oder Niederlage eine Frage von modernen Waffen, also eine Frage vom Geld. Geld! Das hat uns vollkommen aus den Erdlöchern gerührt. Weil Schweizer und Geld, unsere Kultur zum Geld, ist bis dort hin, wenn wir Geld brauchen, dann nehmen wir es jemandem weg. Bis dort an war das so. Gut, so ist es auch geblieben.
aber die Methoden haben sich müssen ändern. Der historische Moment, das ist der Übergang vom Gewaltverbrecher zum Vermögensverwalter. Das sind graduelle Unterschiede, okay. Aber das ist der Moment. Weil vorher alles mit Gewalt. Wir Schweizer lieben Gewalt. Noch heute haben alle unsere grossen Volksvergnügungen mit Gewalt zu tun. Tatort. Der Bestatter. Schwingerfest. Böck verbrennen. Eurovision Song Contest. Doch, das läuft unter häusliche Gewalt. Nach 10 Minuten willst du dir ein Messer in den Hals stecken. Und wir, peng, über Nacht uns wieder voll integriert. Wenn die Monarchie rundum so viel Geld haben, zum Waffen kaufen, dann sollen sie doch auch uns kaufen. Das sind die ersten bilateralen Abkommen mit Europa. Und kurz darauf stehen die Schweizer nicht mehr am Morgarten, sondern als gekaufte Söldner auf jedem Schlachtfeld von Schweden bis Sizilien. Wer es dann aber schafft, die jahrhundertelange exzessive Söldnerei international als Neutralität zu verkaufen. Der ist wirklich der Kring von der Integration. Ja, ich meine, weil wer von uns Schweizer ist denn Schweizer? Die meisten Schweizer sind ja halb Ausländer. Oder sogar ganz. Ja, ich meine, ich kann ja mal kurz fragen. Sie, von Ihnen, die jetzt heute Abend da sitzen. Wer ist, sagen wir, halb oder ganz Deutsche? Strecken Sie auf oder rufen Sie? Ja, da vorne strecken so ziemlich alle auf. Wer ist halb oder ganz Italiener? Sie können ruhig mutig aufschrecken, ja, das sind einfach die anderen, okay. Franzosen? Dort? Österreicher? Andere Nationen? Halben Aargauer. Halben Aargauer? Araber? Hat es Araber da? Sie können ruhig rufen, ich mache keinen Witz über Araber. Also, nicht, dass ich jetzt denke, Araber seien nicht lustig. Ich wollte einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich wollte nicht sterben. Ja, manchmal ist der nächste Araber ja nur ein Steinwurf von dir weg. Wer ist ganz Schweizer? 100% Schweizer, strecken Sie mal auf. Aber Moment, zuerst überlegen. 100% Schweizer, das heisst vier Schweizer Grosseltern. Wer hat vier Schweizer Grosseltern? Bitte strecken Sie auf. Och ja, das ist noch die Mehrheit da. Heute Abend. Sie sind eine von der Ersten, die aufgeschreckt hat. Sind Sie sicher? Ja. Ist es Ihre Frau? Nein. Entschuldigung. Ja, so. Nein, ich habe nur gedacht, es wäre eine Idee. Weil es ist ein Sammlerstück. Die machen es jetzt immer weniger. Schauen Sie, meine Frau, halbe Türkin, halbe Norwegerin. Die Betty, halbe Irin, halbe Brasilianerin. Carmela und Toto, ganz Italiener. Der Piet, Holländer. Und der Hamme. Der Hamme. Er hat es nicht gern, wenn du ihm Hamme sagst. Und ich has nicht gern, wenn am Samstag auch noch der Hamassa kommt, wo tot sicher kein Schweinefleisch ist. Wo ist das Problem? Der Hamme sollte ja auch kein Schweinefleisch essen. Der Hamme isst Schweinefleisch.
Was meinst du, wieso heisst der Hammer? Der Hammer hat das Schweinefleisch nur gegessen, weil er zu viel Anstand hat. Nein, weil er zu viel Hunger hat. Ja, der Hammer. Schauen Sie, der Hammer heisst ja eigentlich Abraham. Und er ist Jude. Und das letzte Mal, wo sie bei uns waren, habe ich nicht daran gedacht. Jetzt hat es einen Schinken im Teig gegeben. Ja, jetzt würdest du meinen, Jude, Schinken im Teig, das wird ein riesen Problem. Aber nein. Das Einzige, was er gesagt hat, ist, wie hast du den Fisch gemacht? Und ich sagte, du Abraham, es ist ein Schinken. Sagt er, ich kann nicht wissen, wie der Fisch heisst. Nur wenn er gemacht ist. Und für den sagen wir ihm jetzt eben Hammer. Es gibt keinen Buchbinder mehr. Es gibt keine Schriftsetzer mehr, es gibt keine Drogistinnen mehr. Dafür haben wir heute Kommunikationsbeauftragte, Kommunikationsexperten, Kommunikationstechnologen. Was gibt es die ganze Zeit zu kommunizieren? Früher bist du am Morgen an die Arbeit, am Tisch gehockt, am 9:30 ist der vom Büro nebendran vorbeigelaufen und hat gesagt, Chan Kaffee. Und du hast gesagt, Und zwar für Ja und für Nein. Am Nachmittag ist der vom Aussendienst gekommen. Mit dem hast du fast müssen kommunizieren. Also hast du dir extra etwas zurechtgelegt. Zum Beispiel. Und? Und er hat gesagt, frag nicht. Heute, wo du ankommst, die gottverdammte Kommuniziererei. Und dann schimpft die halbe Schweiz auf Zürich. In Zürich redet niemand mit dir im Tram. Gut. Ich habe meine Probleme, ich will nicht deine wissen. Ich habe eh schon den ganzen Tag Kommunikation. Ich muss sicher nicht auch noch im Tram. Entschuldigung, meine Wäschmaschine redet 12 Sprachen. Ich komme ins Badzimmer, sie redet mit mir Französisch. Warum? Die Franzosen sollen bei sich daheim waschen. Und wenn du meinst, die auf dem Land hegen es besser. Auf jeder Weide steht ein SVP-Plakat und kommuniziert mit den Kühen. Ich kaufe schon lange kein Freilandrind mehr. Ah nein, sie kostet doppelt, aber die Wahrheit ist, die hocken den ganzen Tag im Stall. Ich würde auch nicht raus, wenn direkt vor der Tür ein Weltformat-Plakat von Albert Rösti hängt. Und bei der Kommunikationstechnologie ist es noch schlimmer. Du kannst drauf gehen, sobald einer eine gute neue Technologie erfindet, kommt sofort ein anderer und erfindet etwas dazu, das alles kaputt macht. Das ist ja so seit der Erfindung vom Telefon. Telefon. Super Erfindung, oder? Kommt ein anderer, erfindet etwas dazu, das Telefon ohne Kabel. Jetzt sitzt es am Mittag, läutet der einen an, «Hoi, ich bin gerade auf dem WC, ja hoffentlich gehst du rein.» Oder einer erfindet das Internet. Grossartige Technologie. Kommt ein anderer, erfindet Katzenvideos. Oder WhatsApp. Hervorragende Erfindung. WhatsApp.
kommt ein anderer, erfindet die Emojis. Jetzt ist wieder alles kaputt. Kürzlich komme ich von der Betty ein WhatsApp über. Ein geiles Gesicht, wo lacht. Ein starken Arm. Eine Hand, wo wackelt. Was heisst das? Ich habe an einem Hepatitis-Patient uhuere fest eins gehauen und er hat es auch noch lustig gefunden. Kommst du überhaupt nicht raus? Habe er extra müssen anrufen. Du, was hast du wollen sagen? Ja, dir zum Geburtstag gratulieren. Haben wir etwa 10 Minuten lang gekehrt miteinander am Telefon. Habe erst eine halbe Stunde später gemerkt, dass ich gar nicht Geburtstag habe. Kommunikationsfritzen und Technologie kaputt machen. Das sind die neuen Berufe. Der Sinn von einer Parkbusse ist nicht, dass du etwas lehrst und aus Einsicht nicht mehr falsch parkierst. Der Sinn ist, dass du nochmal falsch parkierst und aus Wut über die zweite Busse mit 70 über den Rotlichtblitz fährst. Alleine in der Stadt Zürich sind 270'000 Franken Busseneinnahmen pro Tag in der Stadtrechnung budgetiert. Also wenn du etwas lehren würdest, dann mach jetzt aber ein paar Schulhäuser zu. Und genau so ist es im Terrorismus. Der Terrorist legt nicht eine Bombe auf einem arabischen Märtplatz, weil ihm der Märt nicht gefällt. Zum ehrlich sein, in gewissen Ländern, wenn du den Märt anschaust, kannst du gar nicht sagen, ob die Bombe schon explodiert ist oder nicht. Der Terrorist legt eine Bombe, weil er angeworben ist von Leuten, die ihm einreden, für was er kämpfen muss, und denen ihr einziges Ziel ist, Konflikt zu schüren, damit sie Waffen verkaufen können. Der illegale Waffenhandel ist einer der grössten Wirtschaftszweige der Welt. Und der Terrorist ist sozusagen der Callcenter-Agent vom Waffenhandel. Spuren eines Grossteils von sämtlichen terroristischen Anschlägen der letzten 20 Jahre führen alle zu den gleichen drei Leuten. 1995 Algerien, 2001 Afghanistan, 2004 Madrid, 2012 Toulouse, 2015 Paris, 2016 Brüssel. Die Spuren führen immer zu den gleichen drei Waffenhändlern. Der eine ist Marokkaner, der zweite ist Libyer, der dritte ist Syrer. Und diesen drei ist es völlig gleich, ob das Ziel Ungläubige sind, oder Sunniten, oder Schiiten, oder Juden. Die drei kämpfen im Namen vom einzigen religionsübergreifenden Gott. Im Geld. Und was machen Geheimdienste? Sie überwachen Hunderttausende von Leuten. Entschuldigung, die Information kannst du googlen. Natürlich, ich meine, wir sind ein kleines Land. Was wollen wir da gross machen? Nur die Nummer 136 von der Welt, wenn es um die Grösse geht. Und nur die Nummer 14 von der Welt, wenn es um Waffenexport geht. Aber zu unseren grössten Abnehmern gehören Länder wie Saudi-Arabien und Pakistan. Aber das ist jetzt natürlich der legale Waffenhandel. Der illegale Waffenhandel, das weiss ich nicht, wie der funktioniert.
Nein, der legale Waffenhandel, der ist streng kontrolliert. Schweizer Industriegesellschaft Neuhausen zum Beispiel nennt sich auch neuerdings Swiss Arms. Das sind die, die das Sturmgewehr für die Schweizer Armee machen. Nicht gerade das, was man sich unter organisierter Kriminalität vorstellt. Schiessübung auf dem Glaubenberg. Das ist eher die desorganisierte Kriminalität. Nur mal gut, ich meine, Swiss Arms verkauft ihre Produkte natürlich auch anderen Zielgruppen. Wenn sie sie wollen. Nur das musst du dann zuerst einmal bekannt machen. Und dort schließt sich dann der Kreis. Dort brauchst du dann Kommunikationsexperten, Kommunikationstechnologen, einen Internetauftritt ohne Katzenvideos. Und das hat Swiss Arms alles. Die haben online so eine Art einen Versandkatalog. Das müssen Sie sich vorstellen wie Victoria's Secret. Einfach statt Unterwäsche hat es Waffen drin. Das schaut der Guy Parmelin mit der Nacht im Bett an. Und da hat sie so männliche Models in diesem Katalog, die die Waffen zielgruppengerecht präsentieren in geilen Kampfposen. Und das Titelmodel auf swissarms.ch trägt eine sandfarbige Tarnjacke. Nicht sehr geeignet für die Schiessübung auf dem Glaubenberg. Eine riesige schwarze Sonnenbrille. Nicht sehr geeignet für den dort üblichen Schneeregen. Ein breitkrempiger Hut gegen die sengende Hitze. Und gewickelt um den Hals. Ein Arabertuch. Ich muss gar nicht wissen, wie der illegale Waffenhandel funktioniert. Mehr als die wunderbar klare Kommunikation brauche ich nicht. Nicht so wunderbar als Kommunikation ist es dann natürlich, wenn nach einem Massaker bei einem IS-Terrorist Schweizer Handgranaten gefunden werden. Das schadet dann natürlich unserem Image. Und dann sagen wieder alle, da kann man nichts machen, da kann man nichts machen. Natürlich kann man etwas machen. Man kann endlich einmal aufhören, auf unsere Handgranate Swiss Made drauf zu schreiben. Die ganzen Säurer kommen einfach daher. Zu uns als Asylanten mit Onkeln und Tanten. Und dann hocken sie in der Vorstadt und machen lauter so Scheissläden auf, flicken Handys und Computer, haben mega viele Kunden, weil im Migros ist teurer. Hure Säurer. Und vorher kommen die Albaner, spielen Fußball, logisch Goal gewesen. Früher haben wir verloren, aber ist uns doch wohl gewesen. Und vorher die Italiener bringen Pizza und Spaghetti, es kommt mir ob sie will, ich lieber Schweizer Äpfelmüsli hätte. Und vorher kommen die Schwaben einfach zu uns runter. Der Herr Wander bringt Ofi, der Herr Nestle bringt Geie. So viel Schwabenschocki, wenn wir nicht gehen, heie. Und vorher die Franzosen kommen einfach in Jura, bringen ihre doofen Banken und Uhren. Und vorher kommen die Römer ihre Fahnen von Hissen, bringen die WC, damit wir nicht mehr am Boden pissen müssen. Und ihr ein voll doof Amphitheater in Indonissa. Und vorher kommen die Helvetier. Logisch, weil man lässt sie, die können nicht einmal Deutsch haben. Niemand versteht sie. Und vorher Pfahlbauer bringen Geissen und Kühe in der Schweiz. Hey, Kühe, da habe ich einfach Mühe. Und vorher die Neandertaler und bringen von daheim ihre doofen Holzspeere mit Spitzen aus Stein. Jagen unsere Mammut. Ist überhaupt nicht besprochen. Schneiden das Fleisch vom Knochen, machen Feuer zum Kochen. Ist es denn nicht recht sein Sakrament, wo wir am Mammut noch einfach ins Fütter gebissen haben?
Und noch vorher kriechen, das ist noch viel krasser. Die allerersten Fische aus dem Wasser kriechen und schleichen, und zwar typisch Asylant. Nicht irgendjemand hin, nein, auf unser Land. Und dort haben wir schon gesagt, geht zurück, geht heim. Wir sind zwar noch gar nicht da, doch wir sind lieber allein. Ihr wäret besser gar nicht gekommen, ihr wäret gescheiter wieder gegangen. Statt da mit eurer voll doofen Evolution anzufangen.